Buenos días. La justicia transicional es un modelo de justicia especial y transitoria, a través de la que se juzgarán las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno y que se deriva del acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Por medio del mismo se establecen mecanismos jurídicos orientados a asegurar la reparación de las víctimas, el reconocimiento de la verdad y el compromiso de no repetición. De ahí la trascendencia de este sistema de justicia que ha despertado el interés de la comunidad jurídica internacional por las novedades que representa en relación con los modelos que se han implementado en otros países y que ha sido objeto de importantes decisiones de control constitucional cuyas repercusiones aún se están evaluando. La Universidad EAFIT y Educación Continua les da la más cordial bienvenida al evento Justicia Transicional, encuentro en el que se analizará este sistema de justicia desde diferentes perspectivas. Saludamos a los directivos, al personal administrativo, a los docentes y, por supuesto, a los estudiantes de la institución. Saludo que hacemos extensivo a los jueces y magistrados que nos acompañan, a las demás personas que aceptaron esta invitación y a quienes nos siguen a través del sistema de televisión por internet de la universidad en vivo. Saludo que le extendemos a cada uno de los expertos que nos acompañan, quienes además les queremos agradecer por su deferencia al compartir sus conocimientos con nosotros, y a los representantes del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y a la Universidad Externado de Colombia, instituciones que hicieron posible este encuentro. Ana Silvia Gallo Vélez, del jefe del pregrado de Derecho, nos acompañará para dar un saludo de bienvenida. La dinámica del conflicto armado interno determina que en algún momento la sociedad que lo padece deba plantearse o la terminación negociada del mismo o su persistencia con el objetivo de vencer hasta la aniquilación física, si es necesaria, al adversario o al enemigo. Una y otra solución tienen efectos, implicaciones y costos distintos. La primera, una redefinición de los términos en los que habría de aplicarse un ordenamiento jurídico concebido en clave de castigo y neutralización del contendiente, y la necesidad de adoptar medidas que posibiliten la apertura de los sistemas social y político y la inclusión en ellos de los combatientes. La segunda, la prolongación de las consecuencias en términos de afectación de vida, libertad, infraestructura social y de desarrollo democrático del país. El proceso de paz adelantado con la guerrilla de las FARC impuso a Colombia la reflexión sobre dichas opciones, y escogida la primera de ellas, sobre la previsión en los acuerdos de unos mecanismos de justicia transicional que serán el objeto de la reflexión en estos dos días. Esperemos que de ellos surjan elementos con los cuales valorar la pertinencia política y la razonabilidad jurídica, no solo de lo negociado con las FARC, sino también de los acuerdos que pudieran alcanzarse con otras organizaciones como el ELN, con ocasión de una negociación sobre cuya continuidad deberán tomarse prontas decisiones, dado el inminente cambio de gobierno en el país. La opinión y el buen criterio de académicos y profesionales de primer nivel internacional, en la mayoría de los casos ajenos a las pasiones con las que los colombianos hemos valorado los mecanismos de justicia transicional planteados en los acuerdos de paz, será con toda seguridad un insumo muy importante para la formación o la maduración del criterio de cada uno de nosotros frente a una cuestión de tan hondo valor democrático. Con este objetivo, EAFID ha querido propiciar este espacio académico, orgullosa de quienes han sido sus compañeros de proyecto, personas e instituciones. Este evento ha sido organizado con el apoyo definitivo del Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero de Friburgo, en Alemania, seguramente el centro de pensamiento de derecho penal más importante del mundo. Desde él ha sido fundamental el apoyo de todo tipo de su director, profesor Ulrich Schieber, quien no pudo venir a Colombia por contingencias familiares de última hora.
las reflexiones que sobre los acuerdos con las FARC adelantó el director emérito del Instituto, profesor Alvin Hesser, constituyeron un impulso determinante para la organización de este evento, en el que hemos contado también con el apoyo de los investigadores Nando Nust y Jean-Michel Simón, expertos en el tema, así como de Daniel Ariza, egresado de esta universidad, atento a todos los detalles académicos y de gestión que el evento ha demandado. El fiscal adjunto James Stewart, conocedor a fondo de los procesos de transición en Colombia y en otros países del mundo, expondrá las implicaciones de la institucionalidad internacional en relación con los desarrollos de los acuerdos, cuestión que ha determinado en una medida importante la fijación de límites a lo que había de acordarse y se pudiera pactar en negociaciones futuras. La universidad externado y en ella los profesores Yesid Reyes, quien desde las responsabilidades públicas y la academia ha alentado análisis fundamentales sobre la justicia transicional en el país, y Carmen Eloísa Ruiz, han sido determinantes para posibilitar este evento y darnos la oportunidad de contar en nuestras instalaciones con los profesores Newman y Hunter, referentes del penalismo europeo. Al magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, agradecemos especialmente su disposición para acompañarnos en un momento tan sensible, aunque pedimos su comprensión para entender las limitaciones que su cargo le impone a la hora de responder preguntas. Su balance de lo decisivo hasta el momento por la Corte Constitucional se entendió un aporte invaluable para el contexto. Mario Montoya, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad, nos ofrecerá resultados de sus reflexiones de los últimos años sobre el tema derecho y guerra. Además de las personas e instituciones mencionadas, el apoyo del municipio de Medellín y de la Policía Nacional, coordinando las condiciones ideales para nuestros visitantes, ha sido determinante para la realización de este evento. Al interior de AFID, el rectorado, la decanatura de la Escuela de Derecho, el Centro de Educación Continua y el Área de Comunicaciones lo han hecho posible. A todos ellos muchas gracias, así como también a todos ustedes por su presencia. A continuación le damos la palabra al señor Jean-Michel Simon, jefe de la sección de América Latina del Instituto Max Planck para el Desarrollo para el Derecho Penal Extranjero e Internacional, ex investigador de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas y ex asesor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Con el Instituto Max Planck tiene relaciones con Colombia que no son de larga data, incluso si uno va a los archivos de lo que era el antecesor del Instituto Max Planck en 1936, hasta Adolf Schoenke ya tenía sus relaciones con Colombia y con los penalistas en Colombia. Luego después el fundador del Instituto Max Planck, Hans-Heinrich Jesche, que estuvo acá, así como Alvin Hesser y también Ulrich Sieber. Yo creo que estamos en un momento crucial para el desarrollo democrático de derechos del país. Y hago énfasis en democracia y de derecho porque son las bases sobre las cuales se construye la paz. Y si construye o reconstruye una sociedad que ha estado en un conflicto de tan larga data como es el caso colombiano. Y Colombia en el fondo es el último país en la región después de los procesos de paz en América Central y las negociaciones de paz que culminaran con la firma de paz en México en el caso del conflicto con el EZLN, y es por eso que Colombia tiene un legado muy, muy importante para la región, y no solamente para la región, sino más bien está creando un modelo que podrá servir quizás para otras regiones del mundo en conflicto o en negociaciones, para poder aterrizar la gran pregunta de cómo podemos fundamentar un Estado democrático y derecho cuando nosotros estuvimos
por tanto tiempo en conflicto con tantas víctimas y tanta violencia. Muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes a través de una videoconferencia el doctor Alvin Esser, director emérito del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional y profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo, quien también fue juez del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Señoras y señores, buenos días en Colombia, buenas tardes desde Friburgo en Alemania. Como ya habrán podido notar con estas pocas palabras, el español no es mi lengua materna. Así pues, para no seguir lastimando sus oídos, me parece considerado continuar en mi lengua materna, el alemán. Zuallererst möchte ich mein Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass ich nicht unter Ihnen sein kann und demzufolge meine Überlegungen zu Ihrem Friedensabkommen nicht persönlich und unmittelbar mit Ihnen austauschen kann. Umso mehr hoffe ich, dass ich wenigstens auf diesem Wege eine Videokonferenz mit Ihnen ins Gespräch kommen kann. Auf jeden Fall sind meine Gedanken bei Ihnen. Zudem werde ich nach meinem Vortrag gerne noch per Skype für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Damit genug der Vorrede, da die Zeit knapp ist, möchte ich gleich medias in res gehen. Syrien, Irak, Israel, Afghanistan, Sudan, Mali, Tschetschenien und auch viele andere Länder, in denen Staatsorgane mit Rebellen und kriegerischem Konflikt miteinander liegen, wo von beiden Seiten Menschenrechte mit Füßen getreten werden und wo Opfer ihrem Schicksal überlassen bleiben, während Täter ungeschoren davonkommen und mit Gewalt gegen Gewalt nur immer wieder neue Wunden geschlagen statt geschlossen werden. Wo soll da noch Hoffnung auf ein friedvolles Ende und auf eine gerechte Versöhnung bleiben? Dass man gleichwohl die Hoffnung nicht gänzlich aufgeben sollte, dazu könnte man sich vielleicht durch das vor kurzem abgeschlossene Friedensabkommen zwischen der kolumbianischen Regierung und den sie bekämpfenden Fuerzas Armadas Funcionarias de Colombia ermuntert sehen. Wie Sie als Kolumbianer selbst am besten wissen, soll mit diesem Abkommen der jahrzehntelange bewaffnete Konflikt zwischen der staatlichen Armee und den sich als Volksarmee verstehenden FARC-Rebellen wie auch anderen linken Guerilleros und rechten Paramilitärs, in deren mehr als 260.000 Menschen den Tod fanden, diese sollen beigelegt werden. Auch wenn sie nicht nur in ihren kolumbianischen Zeitungen immer wieder von Verletzungen dieses Friedensabkommens lesen müssen und solche Berichte auch in der deutschen Presse mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen werden, bleibt zu hoffen, dass die Friedensbemühungen durch den Acuerdo Final letztlich erfolgreich sein werden. Kolumbien ist bekanntlich nicht das einzige Land, in dem es darum geht, den Zustand bürgerkriegerischer Auseinandersetzungen zu überwinden und in einen friedlicheren Zustand zu überführen. Dabei mögen die auszuräumenden Konflikte offensichtlich andere gewesen sein, als in den ehemals totalitären Staaten faschistischer oder sozialistischer Provenienz, wo es um die Bewältigung staatlich unterstützten und Systemunrechts ging, oder wo ethnische Säuberungsaktionen wie in Ruanda und dem ehemaligen Jugoslawien aufzuarbeiten waren. Trotz solcher Unterschiede geht es aber auch in Kolumbien um das, was in diesem oder jenem Sinne unter Transnational Justice zu verstehen ist, nämlich um den Übergang von Unrecht zu Recht, um die Herstellung von Gerechtigkeit, indem einerseits den Opfern Genugtuung verschafft wird und andererseits den Tätern das widerfährt, was ihre Untaten wert sind, mit dem Endziel, damit die Grundlage für ein künftig friedvolleres Zusammenleben zu schaffen.
dass diese Aufgabe eine sehr komplexe ist, ist im Falle von Kolumbien schon rein äußerlich daran zu erkennen, dass der Acuerdo Final schon für sich allein mehr als 300 Seiten umfasst und zudem durch weitere Ausführungsbestimmungen ungemein umfangreich ist. Ein derart gewaltiges Konvolut innerhalb eines kurzen Vortrags vollständig analysieren und evaluieren zu wollen, wäre von vornherein ein untauglicher Versuch. Deshalb möchte ich mich in meiner Funktion als Strafrechtler darauf beschränken, den Fokus vor allem auf strafrechtliche Maßnahmen zu richten, von denen sich der Acuerdo Final einen Beitrag zur Wiederherstellung des Friedens in Kolumbien erhofft. Bevor ich zu dieser spezifisch strafrechtlichen Analyse komme, erscheint es aber angebracht, sich zunächst durch einen Überblick über die im Friedensabkommen vorgesehenen Maßnahmen einen Eindruck von der Vielfalt von Problemen zu verschaffen, die einer umfassenden Abklärung und allseits akzeptablen Lösung bedürfen, wenn ein nachhaltiger Friede eröffnet werden soll. Meine Damen und Herren, wie schon seinem Titel zu entnehmen ist, hat das Friedensabkommen die Beendigung des Konflikts und die Herstellung eines stabilen und dauerhaften Friedens zum Ziel. Dieses soll auf der Grundlage eines 6 Punkte umfassenden Programms erreicht werden. Punkt 1 durch eine Landreform, Punkt 2 durch demokratische Öffnung politischer Teilnahme zur Herstellung des Friedens, Punkt 3 durch Waffenstillstand und endgültige Einstellung der beiderseitigen Feindseligkeiten einschließlich der Entwaffnung der Armeen, Punkt 4 durch die Lösung des Problems illegaler Drogen, Punkt 5 durch ein besonderes Abkommen für die Opfer des Konflikts, sowie Punkt 6 durch verschiedene Implementierungs- und Verifizierungsmechanismen. Auch wenn, um Missverständnissen vorzubeugen, selbstverständlich jedem dieser Programmpunkte wesentliche Bedeutung für das Erreichen eines dauerhaften Friedens zukommt, soll in diesem Rahmen das Augenmerk vor allem auf strafrechtliche Aspekte gerichtet sein. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil für einen erfolgreichen Übergang von einer konfliktreichen und mit vielen Gewaltopfern verbundenen Vergangenheit zu einem auf nachhaltige Aussöhnung gerichteten Frieden der Einsatz des Strafrechts ein Streitpunkt sein kann. Bekanntlich wurde darum ja gerade auch in den kolumbianischen Verhandlungen heftig gerungen. Gleichwohl lassen die zuvor genannten Zielsetzungen auf den ersten Blick wenig Strafrechtliches erkennen. Wie jedoch bei näherer Analyse des Gesamtprogramms sichtbar wird, ist darin dem Strafrecht keine geringe Rolle eingeräumt. Zwar lässt sich dies nicht aus einem eigenen, die strafrechtlichen Elemente zusammenfassenden Kapitel, sondern erst aus einer detaillierten Aufschlüsselung und Zusammenführung der einzelnen Programmpunkte erschließen. Dennoch liegt dem kolumbianischen Friedensabkommen eine Strafrechtskonzeption zugrunde, wie sie, soweit ersichtlich, sowohl hinsichtlich ihrer Grundkonzeption als auch ihrer Detailliertheit bislang weltweit ohne Vorbild ist. So ist bereits bei dem mit dem Waffenstillstand und der Entwaffnung der Armeen befassten Punkt 3 strafrechtlich bedeutsam, dass zum einen die FARC-Kämpfer gleichsam im Sinne von Resozialisierung in das zivile Leben wieder eingegliedert werden sollen. Dass zum anderen gleichsam im Sinne von Generalprävention durch ein besonderes Abkommen über Sicherheitsgarantien und die Bekämpfung von kriminellen Organisationen, die für Tötungen und Massaker oder die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich sind, solchen Verbrechen für die Zukunft entgegenzuwirken ist. Auch in der Freistellung von strafrechtlicher Verfolgung, wie sie in dem der Lösung des Drogenproblems gewidmeten Punkt 4 unter bestimmten Voraussetzungen kleineren Landbauern zugutekommen soll, lässt sich eine individualisierende, den besonderen wirtschaftlichen Bedingungen und traditionellen Anbauformen Rechnung tragende
Strafrechtspolitik erkennen. Zu den bis hierhin erwähnten Punkten bleibt zu bemerken, dass sie bereits in der dem Referendum vom Oktober 2016 zugrunde liegenden Fassung des Accordo Final enthalten waren und im Wesentlichen unverändert geblieben sind. Demgegenüber hat der den Konfliktopfern gewidmete Punkt 5, in dem die strafrechtlichen Schwerpunkte zu finden sind, weil zum Teil stark umstritten, in der dem Parlamentsbeschluss vom Dezember 2016 vorliegenden Fassung, nachfolgend als Parlamentsfassung bezeichnet, nicht unerhebliche Änderungen erfahren. Grob vereinfachend sind im Ergebnis zwei Grundlinien festzustellen. Zum einen wird materiell-rechtlich eine zweispurige Differenzierung zwischen amnestiefähigen und damit von Strafverfolgung verschonten politischen Straftaten einerseits und nicht amnestiefähigen strafbaren Humanitäts- und vergleichbar schweren Verbrechen andererseits vorgenommen. Selbst für diese zweite Kategorie sind aber in mildernder Richtung vom normalen Strafrecht abweichende Sanktionen vorgesehen. Und zum anderen findet sich in vornehmlich prozessualer Hinsicht die Einrichtung einer Sondergerichtsbarkeit für den Frieden. Diese beiden Grundzüge werden in einem integralen System von Wahrheit, Gerechtigkeit, Reparation und Nichtwiederholung entfaltet. Dazu sollen im Einzelnen gehören die Anerkennung von Betroffenen als Opfer, die Anerkennung von Verantwortlichkeit gegenüber Konfliktopfern, die Genugtuung für Verletzungen der Opfer, die Beteiligung der Opfer bei verschiedenen Maßnahmen, die Aufklärung der Wahrheit, Garantien für Schutz und Sicherheit, die Garantie der Nichtwiederholung von Straftaten der bisherigen Art, das Prinzip der Versöhnung sowie die Ausrichtung der Befriedungsmaßnahmen an einem menschenrechtsbasierten Ansatz. Für diese Durchführung dieser Aufgaben des integralen Systems, des sogenannten integralen Systems, soll die restaurative Gerechtigkeit als Leitlinie dienen, und zwar vornehmlich ausgerichtet auf die Entschädigung der Konfliktopfer, wobei weiblichen Opfern, Jugendlichen, Ureinwohnern und anderen Minderheiten sowie sonstigen, besonders schutzbedürftigen Personen besondere Beachtung zu schenken ist. Meine Damen und Herren, in der bereits angesprochenen Zweiteilung zwischen straffreigestellten und strafbar verbleibenden Taten ist das heiß umkämpfte Kernstück des Friedensabkommens zu sehen. Diese materiell-rechtliche Zweiteilung ergibt sich in nicht ganz leicht durchschaubarer Weise daraus, dass konfliktbedingten Straftaten, soweit sie nicht eine bestimmte völkerstrafrechtliche Schwelle überschreiten, Amnestie oder Begnadigung eingeräumt wird, beziehungsweise so im Fall von straffälligen Staatsbediensteten andere Sonderbehandlungen zugestanden werden. Was die Gruppe der Amnestie- und begnadigungsfähigen Straftaten betrifft, für die dann auch das dazugehörige Amnestiegesetz parlamentarische Billigung gefunden hat, wird von der damit ermöglichten Straffreistellung offensichtlich ein besonders wichtiges Mittel zur Beendigung der Feindseligkeiten und wohl auch zur Wahrheitsermittlung erblickt. Denn nicht nur, dass um dieser Ziele willen Amnestie weitestmöglich eröffnet werden soll, auch sollen alle Aktionen an einem Begünstigungsprinzip ausgerichtet sein, wie es übrigens im Referendumsentwurf noch nicht vorgesehen war. Angesichts dieser Privilegierung drängen sich zwei Fragen auf. Zum einen die nach Art und Umfang der amnestiefähigen Taten, und zum anderen die für die Erlangung von Amnestie von Täterseite zu erfüllenden Voraussetzungen. Als grundsätzlich amnestiefähig gelten sogenannte politische Delikte, die direkt oder indirekt in einem bewaffneten Konflikt bis zum Inkrafttreten des Friedensabkommens
unter Einbeziehung des Entwaffnungsprozesses begangen wurden. Als Beispiele dafür werden Rebellion, Aufruhr, gewaltsame Willkürakte, illegales Waffentragen, aber auch tödliche Kampfhandlungen genannt, sofern sie mit humanitärem Völkerrecht vereinbar sind. Bei Zweifeln an der Anordnung eines Delikts als politisch soll zugunsten des Täters entschieden werden. Um bei Vorliegen eines materiellrechtlich amnestiefähigen Delikts Strafverstellung zu gewähren, müssen zudem insbesondere noch zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen müssen die Feindseligkeiten zwischen den betreffenden bewaffneten Organisationen zum Abschluss gekommen sein. Dies erklärt sich daraus, dass die ganze Amnestieaktion im Licht des auf Befriedung abzielenden integralen Systems zu sehen ist. Zum anderen entbindet die Gewährung von Amnestie nicht von der Pflicht, zur Aufklärung der Wahrheit beizutragen. Dies erklärt sich daraus, dass das integrale System neben Gerechtigkeit, Reparation und Nichtwiederholung auch die Ermittlung der Wahrheit zum Ziel hat. Den grundsätzlich amnestiefähigen politischen Delikten stehen nun als zweite Gruppe Verbrechen gegenüber, denen, obgleich möglicherweise ebenfalls konfliktbedingt, eine volle Straffreistellung vorenthalten bleibt. Dazu gehören insbesondere die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, schwere Kriegsverbrechen, Geiselnahme oder andere schwere Freiheitsdelikte, Folter, außergerichtliche Hinrichtungen, erzwungenes Verschwinden lassen, Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt, Kindesentführung, Zwangsumsiedlung sowie die Rekrutierung von Minderjährigen, und zwar jeweils in dem Sinne, wie dies im Rom-Statut für den Internationalen Strafgerichtshof vorgesehen ist. Diese Auswahl dürfte sich zum anderen daraus erklären, dass man sich bei der Einräumung von Amnestie, wie den wiederholten Bezugnahmen auf die Vereinbarkeit mit humanitärem Völkerrecht und dabei insbesondere mit den im Rom-Statut verkörperten Regeln zu nehmen ist, nicht mit völkerstrafrechtlichen Verboten in Widerspruch setzen wollte. Zum anderen sollte wohl durch namentliche Auflistung der von der Amnestierbarkeit ausgenommenen Verbrechen dem Bestimmtheitsgrundsatz im Sinne von Nullum crimen sine lege Rechnung getragen. Auch soweit demnach konfliktbezogene Verbrechen strafbar bleiben, sind diese aber nicht nach den im allgemeinen Strafgesetzbuch vorgesehenen Regeln zu sanktionieren. Vielmehr sind sie demgegenüber in verschiedener Hinsicht privilegiert. Das gilt einerseits für Staatsbedienstete, die insbesondere als Mitglieder der Regierungsarmee an bewaffneten Konflikten teilgenommen und sich dabei strafbar gemacht haben. Für diese Gruppe sind im Amnestiegesetz besondere strafrechtliche Behandlungen vorgesehen. Andererseits ist für FARC-Kämpfer und andere dem Friedensabkommen beitretende Rebellengruppen ein besonderes Sanktionierungssystem entwickelt worden, das grundsätzlich Vorrang vor allgemeinen strafrechtlichen, disziplinarischen oder administrativen Verfahren haben soll. Dieses recht komplizierte Sanktionierungssystem, das nach Ablehnung der Referendumsfassung durch weitere Verhandlungen in der Parlamentsfassung nicht unerhebliche Veränderungen erfahren hat, ist allerdings nicht leicht zu durchschauen, da sich wesentliche Elemente in dem der Sondergerichtsbarkeit für den Frieden gewidmeten und damit in dem mehr prozessualen Teil geregelt finden. Zudem ist dazu aber auch noch eine, je nach Einlassung des Betroffenen, differenzierte Sanktionsliste einzubeziehen. Soweit es dabei um materiellrechtliche Aspekte geht, wird als Hauptziel vorangestellt, den Rechten des Opfers Genugtuung zu verschaffen und den Frieden zu festigen, wobei der Wiedergutmachung des entstandenen Schadens die Hauptrolle zukommt.
Dabei ist aber immer auch auf die Anerkennung der Wahrheit und Verantwortlichkeit zu achten. Deshalb wird gerade der Wahrheit und ihrer Ermittlung beträchtliches Gewicht eingeräumt. Dies zeigt sich bereits darin, dass für die Strafzumessungskriterien neben der Schwere der Tat, der Ebene der Tatbeteiligung und Verantwortlichkeit und den Reparationsbemühungen für das Opfer der Grad der von dem betroffenen Zustand Wahrheit an erster Stelle genannt ist. Diese besonders bemerkenswerte Rolle der Wahrheitsermittlung schlägt sich vor allem in einem dreistufigen Sanktionssystem nieder. Stufe 1 wird die Wahrheit umfassend, detailliert und vollständig bereits vor der Wahrheitskammer anerkannt, dann werden dem Beschuldigten anstelle einer normalen Freiheitsstrafe alternative Einschränkungen seiner Freizügigkeit einschließlich bestimmter Verpflichtungen auferlegt. So beispielsweise die Mitwirkung an Reparationsprogrammen in ländlichen Gebieten, die Beteiligung an der Wiederherstellung von städtischen Infrastrukturen oder die Beseitigung von Minen oder sonstigen explosiven Kriegsresten. Stufe 2 wird die Wahrheit und Verantwortlichkeit erstmals in der Hauptverhandlung der ersten Instanz des Friedensgerichts anerkannt, ist Freiheitsstrafe von 5 bis 8 Jahren angedroht, wobei dies im Wesentlichen Vergeltungscharakter haben soll und nicht durch alternativen Sanktionen ersetzt werden darf. Stufe 3 wird in der ersten Gerichtsinstanz nichts zur Wahrheitsermittlung beigetragen und auch keine Verantwortung übernommen. So erhöht sich im Falle einer Verurteilung der Strafrahmen auf 15 bis 20 Jahre. Dabei sollen diejenigen Obergrenzen, wie erst in die Parlamentsfassung eingefügt, jeweils auch für Tatmehrheit gelten. Des Weiteren erscheint erwähnenswert, dass den Mitgliedern der an Friedensverhandlungen beteiligten Organisationen in der Parlamentsfassung besondere Erleichterungen eingeräumt wurden. Zudem sollen für diesen Personenkreis generell Auslieferungen oder gleichartige Maßnahmen ausgeschlossen sein. Meine Damen und Herren, angesichts dieser neuartigen Konzeption eines weitreichenden Amnestiemodells und eines vom allgemeinen Strafrecht abweichenden Sanktionsmodells kann es nicht überraschen, dass für deren praktische Umsetzung auch besondere prozessuale Einrichtungen erforderlich wurden. Dies ist in großem Stil dadurch geschehen, dass die Implementierung des integralen Systems von Wahrheit, Gerechtigkeit und Reparation einer sogenannten Sondergerichtsbarkeit für den Frieden anvertraut ist. Diese ist ihrerseits mit verschiedenen Organen ausgestattet, und zwar a. einer Wahrheitskammer, b. einem Friedensgericht, c. einer Amnestiekammer, d. einer sogenannten Zuweisungskammer und e. einer Ermittlungs- und Anklagebehörde. Von diesen verschiedenen Organen, die teilweise ihrerseits noch weiter untergliedert sind, hat jedes jeweils eigene Funktionen, wobei diese jedoch auch immer wieder ineinander greifen können. Während der Amnestiekammer naturgemäß die Gewährung von Amnestie obliegt, ist sie zur Prüfung der dafür erforderlichen Voraussetzungen, wie insbesondere zur Feststellung der Wahrheit, auch auf die Mitwirkung der Wahrheitskammer angewiesen. Damit das Friedensgericht die für eine Verurteilung und Strafbemessung erforderlichen tatsächlichen Voraussetzungen feststellen kann, muss von der Ermittlungs- und Anklagebehörde notwendige Vorarbeit geleistet werden. Soweit es einer Definierung der rechtlich erheblichen Situationen bedarf, kommt die Zuweisungskammer zum Zug. Aus dem hier auf strafrechtliche Aspekte fokussierten Blickwinkel ist vor allem das Friedensgericht etwas näher zu beleuchten. Seine Zuständigkeit erstreckt sich grundsätzlich auf alle nicht amnestiefähigen Straftaten. Ähnlich wie die Art und Höhe
der möglichen Sanktionen davon abhängen, ob der Beschuldigte sich zur Wahrheit bekannt und seine Verantwortlichkeit anerkannt hat, sind innerhalb des Friedensgerichts verschiedene Sektionen erster Instanz vorgesehen. Variante 1, wird die Wahrheit anerkannt, so kann sich das Verfahren darauf beschränken, die erforderlichen Feststellungen zu bestätigen. Variante 2, wird die Annahme von Wahrheit und Verantwortlichkeit verweigert, so ist ein kontradiktorisches Verfahren vorgesehen, in dem die öffentliche Verhandlung in Anwesenheit von Organisationen der Opfer stattfinden soll. Diese Verfahrensweise war übrigens erst in die Parlamentsfassung neu eingefügt worden. Auch sollen, ungeachtet der Zuständigkeit des Staatsrates für monetäre Entschädigung, symbolische Reparationsverpflichtungen auferlegt werden können. Wie ebenfalls in die Parlamentsfassung neu eingefügt, ist es allen Kammern und Sektionen der Sondergerichtsbarkeit und damit auch dem Friedensgericht aufgegeben, sich die eigenen Verfahrensregeln jeweils selbst zu erarbeiten. Für das dazu vorgesehene adversatorische System sollen folgende Prinzipien maßgeblich sein: die Respektierung des wohl als Rechtsstaatlichkeit und Fairness zu verstehenden Debitor Processo, der Grundsatz der Unparteilichkeit, die Rücksicht auf gebührende Öffentlichkeit, die Garantie kontradiktorischer Beweiswürdigung und Verteidigung sowie die Anwendung des bereits zuvor angesprochenen Begünstigungsprinzips und die bei zweifelhaften Beweisen erforderliche Abstützung durch weitere Beweismittel. Als Rechtsmittelinstanz des Friedensgerichts ist eine Revisionssektion vorgesehen. Damit fällt dieser letztlich die Rolle des für die gesamte Sondergerichtsbarkeit zuständigen Abschlussorgans zu. Angesichts der großen Bedeutung, die dem Friedensgericht für das integrale System und damit nicht zuletzt auch für den Amnestiebereich zukommt, kann es nicht verwundern, dass es um die Art der Besetzung dieser Gerichtsbarkeit und ihrer verschiedenen Abteilungen beträchtliche Auseinandersetzungen gab, die sich schließlich auch in Veränderungen der ursprünglichen Fassung niedergeschlagen haben. Dabei ging es vor allem um die Einbeziehung von ausländischen Richtern. Während in der Referendumsfassung vorgesehen war, dass die Kammern jeweils mit 3 kolumbianischen und 2 ausländischen Richtern besetzt sein sollten und dafür ein Pool von 20 bzw. 4 Richtern zu wählen gewesen wäre, lässt die Parlamentsfassung nur noch Raum für jeweils 5 kolumbianische Richter aus einem Pool von 20 ausgewählten. Immerhin sollen aber jeweils 2 ausländische Juristen aus einem Pool von 4 zu Beratungen der Kammern zugezogen werden können, ohne dass ihnen aber dafür ein Stimmrecht eingeräumt wäre. Was die Auswahlkriterien betrifft, so war zwar schon in der Referendumsfassung auf ethnische und kulturelle Vielfalt zu achten, dass aber die Auswahl in angemessener Beteiligung von Männern und Frauen zu erfolgen hat, dies findet sich erst in der Parlamentsfassung festgestellt. Nach diesen Kriterien soll die Auswahl verständlicherweise auch bei ausländischen Beratern erfolgen. Als Maßstab für die Auswahl sollen die gleichen Anforderungen wie bei der Berufung an oberste kolumbianische Gerichte gelten, wobei keinesfalls ein Karrieresystem anzuwenden sei. Stattdessen wird für die Auswahl der Richter und Berater besonderes Gewicht auf die Kenntnis des humanitären Völkerrechts und der Lösung von Konflikten gelegt. Meine Damen und Herren, nach dieser bewusst noch wertungsfreien Analyse der strafrechtlich relevanten Vorschriften des Friedensabkommens stellt sich die Frage, wie dieses strafrechtstheoretisch und rechtspolitisch einzuschätzen ist. Da auf Ihrem Kongress
auch mein Frankfurter Kollege Ulfried Neumann anwesend sein wird. Und der sich schon sehr tiefschürfend mit Fragen zum Transitionsstrafrecht auseinandergesetzt hat, erscheint es mir sinnvoll, die dem kolumbianischen Friedensabkommen zugrunde liegende Strafrechtskonzeption aus dem Blickwinkel von Neumann zu beleuchten. Dafür sind vor allem zwei seiner Schriften gleichermaßen relevant und hochaktuell, nämlich seine Ausführungen zu Dimensionen der Strafrechtlichkeit und zur Rolle von Recht, Gesellschaft, Politik bei der Aufarbeitung von Unrechtssystemen. Und zwar sowohl hinsichtlich der von ihm zu Recht unterschiedenen Grundfrage nach der Begründung von Strafe überhaupt und bejahendenfalls die Frage nach ihrer gerechten Bemessung und den dafür maßgeblichen Kriterien. Für beides liefert das kolumbianische Friedensabkommen Anschauungsmaterial. Denn soweit im integralen System von Wahrheit und Gerechtigkeit recht großzügig Amnestie eingeräumt und damit von Bestrafung abgesehen wird, stellt sich die Frage nach dem Bestrafen müssen, damit der Gerechtigkeit Genüge geschehe. Und soweit für die nicht amnestiefähigen Straftaten zwar Bestrafung vorgesehen ist, diese jedoch weitaus milder ausfallen kann, als sie nach allgemeinem Strafrecht in Betracht käme, bleibt die Gerechtigkeit einer derart unterschiedlichen Behandlung zu hinterfragen. Versucht man nun, die kolumbianische Amnestiekonzeption, ohne hier auf Einzelheiten der durchwegs überzeugenden Argumentation von Neumann eingehen zu können, an den von ihm entwickelten Grundsätzen strafrechtlicher Gerechtigkeit zu messen, so ergibt sich ein grundsätzlich positives Bild. Dies jedenfalls insoweit, als es um die Straffreistellung der sogenannten politischen Delikte und noch nicht um die unterschiedliche Bestrafung nicht amnestiefähiger Verbrechen geht. Denn wenn sich einerseits ein Bestrafungsverbot nicht aus Gerechtigkeitserwägungen, Verzeihung, ein Bestrafungsgebot, nicht aus Gerechtigkeitserwägungen begründen lässt, kann einem Strafverzicht mittels Amnestie nicht mangelnde Gerechtigkeit vorgeworfen werden. Es sei denn, dass ein solcher Mangel in willkürlicher Ungleichbehandlung zu erblicken wäre, worauf noch zurückzukommen sein wird. Und wenn andererseits, ebenso wie die Bestrafung, ihre Nichtbegründung in Nützlichkeitserwägungen finden kann, solche Aspekte auch für den Verzicht auf Strafe beachtlich sein sollten, so lässt sich dafür zweifellos Positives aus der kolumbianischen Befriedungskonzeption ins Feld führen. Das gilt schon für das integrale System von Wahrheit, Gerechtigkeit, Reparation und Nichtwiederholung als solches. Denn nicht nur, dass dieses System insgesamt der Wahrheitsermittlung und der Genugtuung des Opfers dienen soll, ist es speziell mit dem Amnestiekonzept in der Weise verknüpft, dass für die Gewährung von Straffreistellung die Anerkennung der Wahrheit und die Übernahme der Verantwortung für die begangenen Delikte vorausgesetzt wird. Auch dass für die praktische Abwicklung eine eigens einzurichtende Friedensgerichtsbarkeit mit verschiedenen Wahrheits- und Amnestiekammern vorgesehen ist, dies lässt erkennen, dass die in Frage stehenden Delikte nicht einfach dem Vergessen anheimgegeben werden sollen, sondern durch Anerkennung der Wahrheit und die Übernahme von Verantwortung, sowohl reparativ der Opferstatus der Verletzten klargestellt, als auch generalpräventiv die verletzten Rechtsgebote und Rechtsverbote in ihrer Verbindlichkeit wiederhergestellt werden sollen. Aus strafrechtsinterner Sicht dürfte daher gegen das kolumbianische Amnestiekonzept nichts Grundsätzliches einzuwenden sein. Gleiches wird letztlich auch für die Gleichbehandlungsfrage zu gelten haben, die sich in zweifacher Weise stellt. Zum einen hinsichtlich der Unterscheidung zwischen amnestiefähigen und nicht amnestiefähigen Delikten und zum anderen hinsichtlich der im Vergleich zu allgemeinen Straftaten
privilegierten Sanktionierung von Verbrechen, die als nicht amnestiefähig der Friedensgerichtsbarkeit unterliegen. Gewiss sind die jeweiligen Unterschiede nicht unbeträchtlich, doch nicht nur, dass einer ungleichen Behandlung aus Gerechtigkeitssicht nichts entgegensteht, sofern es dafür nachvollziehbare Sachgründe gibt. Vielmehr können für dieses Kriterium, nachdem sich eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Tat- und Tätergruppen begründen und dadurch Willkür ausschließen lässt, durchaus auch konkrete Bemessungskriterien sachdienlich sein. Dementsprechend lassen sich sowohl für die Absonderung amnestiefähiger Straftaten als auch für die im Vergleich zum Allgemeinstrafrecht privilegierte Sanktionierung der dem Friedensgericht vorbehaltenen Verbrechen maßgebliche Gesichtspunkte anführen. So schon von Grund auf das der langjährigen politischen Konfliktsituation Rechnung tragende Befriedungsziel, das ohne Bereitschaft zum Eingehen von Kompromissen von vornherein als illusorisch erscheinen müsste, zudem aber auch die nicht bedingungsfreie, sondern auch von Versöhnungsleistungen abhängige Einräumung von Amnestie oder sonstigen Strafvergünstigungen, wie insbesondere durch die erforderliche Anerkennung der Wahrheit und die Übernahme von Verantwortung. Auch die für die jeweilige konkrete Strafzumessung vorgesehenen Kriterien entsprechen im Wesentlichen dem, was auch in Deutschland als bemessungsrelevant angesehen wird. Meine Damen und Herren, gewiss gibt es noch weitere Aspekte des kolumbianischen Friedensabkommens, die es wert wären, noch näher beleuchtet zu werden. Das betrifft insbesondere die völkerrechtlich relevante Frage, inwieweit die durch die Amnestie weitreichend eröffnete Impunität mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar ist. Auch wenn die Einräumung von Amnestie bislang international strafrechtlich nicht ausgeschlossen ist, sind Straffreistellungen für staatlich unterstützte, kolonierte oder sonst wie mitverursachte Unrechtstaten nicht unproblematisch. Dessen scheint man sich auch bei den kolumbianischen Friedensverhandlungen bewusst gewesen zu sein, denn kaum anders dürften die nicht wenigen absichernden Bezugnahmen auf das Rom-Statut wie auch die Nicht-Amnestierbarkeit von Völkerrechtsverbrechen zu erklären sein. Doch bei allen Vorbehalten, die sich gegen das kolumbianische Friedensabkommen machen ließen, ist diesem die grundsätzliche Anerkennung eines mutigen und bislang beispiellosen Befriedungsversuchs nicht zu versagen. Umso mehr bleibt zu wünschen, dass sich dieser Versuch als erfolgreich erweisen wird und dem Land den lang ersehnten Frieden bringt. Dieser Hoffnung gelten meine besten Wünsche. Señoras y señores, les agradezco su atención. Muchas gracias.